Resident Evil 6. Warte, ob er draußen. Draußen wird? Keine Ahnung, ich habe noch nie nachgeguckt. Ja, doch, bisschen Munition. Habt ihr doch ein bisschen mehr erwartet? Ja, ne? Ah, hier ist ein Koffer. Oh, Fähigkeitspunkte. Nom nom. Ding dong, palem palem. Ding dong. Da ist sie. Nach oben, los. Oh Mann, da kommen wir schon. Ja. Jetzt ist sie tot. Das soll leben. Erst behält man sie, dann jagt man sie in die Luft. So, das und dann schlägt man sie. Ja. Ach, haben wir was? Nee, okay. Hier ist ein grünes Kraut. Boah, ich brauche mal rote. Ich brauche auch rote. Oh mein Gott. Da! Ah! Oh, ich bin halt. Ah. Hab ich gesehen, hat er dich voll geschlagen. Ja. Ich lag auch am Boden. War so gemütlich. Fast gemütlich. Ja. Oh, genau hier sind wir. Ja, oh, komm. Oh mein Gott. Da. Ach, hier kommen die raus. Na, Granate. Ah, meine Augen. Ach, meine Augen. Ja. Granate. Ah, meine Augen. Ich sehe nichts. Immer. Da. Da, warte. Oh, was? Ups, Entschuldigung. Was war das? Das war eine Granate. Oh. Okay, eine Sekunde. Das Kraut. So. Damit. Ich hab jetzt aber wieder neue Tic-Tacs. Ja, ich auch. Ich habe jetzt 6. Ich habe 1 AP. Ich habe 9. So. Muss jetzt mal alles nachladen. Lade nach. Okay. Los geht's, Sergeant. Ach, man muss hier mit den Granatwerfern muss man ja wechseln, ja. Kann man die? Wie soll ich habe Säuregranaten und ich kann ja einen Feuermodus wechseln mit E. Ah. Okay. Gut zu wissen. Nee, von hier kam er. Wo bist du? Ich bin hier oben. Okay. Na, ich kann mit Y und beim Zielen wechseln. Ja, beim Zielen muss er irgendwann drücken. Ja, ich wechsle mal auf die Säuregeschosse. Okay. Finger da! Oh Mann. Okay. Okay. Den nehmen wir mal noch. Nein, nachladen. Ich dachte, du hättest gerade nachgeladen. Hatte ich auch gedacht. Oh. Hm? Oh, irgendwie bin ich. Ich kann nichts machen gerade. Warum? Was ist los? Nein, ich kann nichts drücken. So, jetzt. So, ah, es geht wieder.
Okay. Irgendwie konnte ich gerade nichts drücken. Ich habe Menü öffnen oder irgendwie so. Gott. Mann, ist schon wieder so eine Biene. Nein, nicht eine Biene. Was ist mit dieser Biene los? Was ist das? Heiler. Und ich sehe Ada da. Da ging das schwer. Hey, Ada. Ada? Aber das habe ich nicht. What? Ja, da war ein bisschen glitch gerade. Ja. Entweder das oder sie kann teleportieren. Ja. Ich vermute auf erstes und zweites. Was würdest du sagen? Ja. Einfach ja. Ja. Blut. Hat schon direkt einer geschossen. Zum. Mal eine Sekunde. Nein, nicht die Papiere. Ach, scheiß auf die Papiere. Ich habe rotes Kraut. Jetzt brauche ich ein grünes. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ah, fertiges Popcorn. Oh, ist das tot. So. Hier ist nirgendwo ein rotes. Jetzt ist das rot. Ich will auch ein rotes, bei mir ist keins. Ja, ich habe eins durch den Gegner bekommen. Okay. Man bekommt halt immer die Sachen, die man nicht braucht. Ja. Ich habe auch gar keine grüne, glaube ich. Nee. Mein Gott, ist mein Inventar. Ich habe nur noch 4 Sachen im Inventar. Was? Mein Inventar ist fucking voll. Ich habe nur noch einen freien Inventar-Slot. Ich habe von allen nur noch 10 Munition so. Was? Was ist denn da passiert? Ich stand so nah an den Säuregranaten. Ja, den hab ich den Kopf weggemacht. Den auch. Yeah. Jetzt habe ich 15 Tic-Tacs. What? Ja, man kann nur 12 haben. Frag mich hier. Wahrscheinlich hat Chris einfach mehr Platz in seinem. Ne? Ja, so im ersten Teil, ne? Ja. Ich kümmere mich um die. Ich meine, das Spiel hier, also Resident Evil 1. Oh mein Gott. Oh, das dauert lange. Ja. Die Leiter ist unten. Ach so, ich dachte. Ach so, da ist aufgegangen. Ich dachte, da würde irgendwas runterkommen. Ja, die Leiter. Hm? Oh, Koffer. Fähigkeitspunkt. Was? 5000. Koffer? Oh, Tausender. Emblem. Oh, da. Pistolenmodi bitte. Da. Bestimmt noch kein einziges verpasst. Bestimmt nicht. Bin sehr positiv. Wir haben bestimmt ja. Nur eins verpasst. Oh, viel Zeugs. Viel Muni. Oh, Zeug. Oh, viel Munition, Munition. Und das ist ein grünes Kraut. Ja, ich habe eins bekommen. Ah, jetzt ich kann nichts mehr hinzufügen. Aber du hast schon 15, ne? Ja. Ja, 15. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Aber ich habe noch 3 Reserve-Tic-Tacs übrig. Oh, man kann ja schon mal kombinieren. Ja, ich habe schon mal kombiniert. Ich habe die auch noch mal ein bisschen geheilt. Ja, danke schön. So. Ada! Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht.
Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Naja, wo sie recht hat, hat sie. Aber eigentlich halt die Fresse. Sollte ich dankbar sein, wo ihre Menschen. Ich will nur sagen, Jill damals. Hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Was? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Hm? Alles klar. Egal. Doch jetzt gibt's kein Zurück. Mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen sofort. Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Alles klar. Let's go. Ich kann Flugzeuge fliegen. Ja. Alpha Team, hier HQ. Ja, Ada Wong ist tot, ne? Ja. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Also damit gerechnet? Nee. Raketen aus dem Okay. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Ja, das haben wir ja bei Leon gesehen. Wir waren ja im Flugzeug. Ja, stimmt. Also Spoiler, ich glaube, wir werden ein Flugzeug kriegen. Ja. Die Raketen, die wurden auch abgefeuert, haben wir auch schon gesehen, leider. Ja, zumindest eine davon. Schnell. Ja, Sir. Ja. Das ist egal, was wir machen. Ob dieser Kahn wohl noch lange durchhält? Ich will es nicht abwarten. Also weg hier. Weg hier. Also erstmal Kiste zerstören. Müssen wir uns hin. Oh, wir laufen in die falsche Richtung. Ja, aber ist doch gut. Immer erst in die falsche. Mist. Man braucht drei verschiedene Codes, um sie zu öffnen. Das ist nicht wahr, ne? Oh, das ist ein Schlüssel. Mal sehen, ob wir sie finden können. Hier habe ich schon mal was. Geheimcode A. Der den wohl erledigt hat. Egal. Hauptsache, er hat einen Code. Okay. Muss ich sagen, da platze mein Inventar ein. Ich glaube, ich weiß, wer den erledigt hat. Das kannst du auch nicht wissen. Ich meine. Es ist ein Alien. Ja. No, süß. Ja. Den Code hast du eingegeben? Ja. So. Oh, oh, das hat mich. Das ist wunderschön. Oh, warte, weil vielleicht die Viecher nicht regenerieren. Nee, weißt du wie? Doch. Freilich. Aber dann sind die Viecher, die sich mal regenerieren, wie bei Leon. Oh shit. Komm, gehen wir weiter. Ja, ja, ja. Aber hey, es ist ein Alien. Ja.
Ich sehe da Schlüssel, aber wir kommen mal dahin. Da geht's nicht weiter. Hier rein. Was jetzt? Was ist jetzt los? Siehst du was bei mir gerade? Ja. Ich kann mich nicht mehr. Oh, bitte. Reicht langsam. Du bist frei. Gott, ich überleben Sie den Angriff. Ich war gerade eingefroren für ein paar Sekunden. Der nächste Ausgang ist versperrt. Ja, wir sind hier gefangen. Und nun? Keine Ahnung. Ja, geht durch den Vent, ja. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Yep. Hä? Keine Ahnung. Einfach warten. Oh, da hinten kommt das Vieh. Was sollte das jetzt sein? Was war das jetzt? Wow. Ups. Ich dachte, ich hab grad Schurke mehr ausgerüstet. So. Wo ist denn das Ding? Boah, 3 Meter entfernt, ey. Auf der anderen Seite. Was hat hier? Hallöchen! Ah, komm. Mist! Der Riegel ist auf der anderen Seite! Ah! Voll unbeeindruckt. Ich sehe fast gar nichts und hier ist nichts. Aber müssen wir ja mal so einen Schlüssel finden. Ja, ne? Oh. Wie gesagt, ich sehe hier halt fast gar nichts. So, da war was. Oh, Granatwerfer mal so. Ein paar Karten. Ein paar Karten? Ein paar Spielkarten. Spielkarten? Oh. So. Ja, ich hab einen Code. Ah, oh, sehr gut. Ich mache hier gerade irgendwas auf. Hallo. Bist du? Komm mal zu dir. Wo bist du? Wo bist du? Nein, wo bist du? Nein, wo bist du? Hey, bist du? Da bist du. Ah, da bleibt ein Krieg. Boah. So, ich glaube, ich habe jetzt so einen Weg zurückgefunden oder so. Ich weiß es nicht. Ich will gerne mal den Code da reinpacken. Ja. Ein Treuepunkt oder irgendwie sowas. Wenn wir überhaupt zurückkommen. Ich würde ja gerne hier mal einen Ausgang finden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Hier ist eine Tür. Oh, hier ist ein Riegel. Kontrollbogen. Ah. Boom. Au. Au. Ich bin da. Ja. Was? Alter. Hat das Ding auf dich geworfen? Was? Was hat gerade an mir geworfen? Was ist los mit dir? Ja, ich habe aufgehoben, dann habe ich es geworfen. Ja, ey. So, hier ist auch eine Tür. Kontrollpunkt.
Lass mich mal. Oh, sorry. Wow. Wow. Ja, Boden hat mich unterbrochen. Na, so, wie kommt man da hin? Zu dem Schlüssel. Hm. 6-7 Meter entfernt. Soll irgendwo sein. Ja. Wow. Da links steht bei mir. Hier lang. Ja, auf einer Seite ist er. Geht klar. Warum? Ich bin bereit, dann Sie es sind. Hier ist eine Hand auf meiner Seite. Ach so, ich muss halt aber wir müssen halt von den beiden Seiten hier öffnen. Geht das? Ja. So. Hey. Wieder vereint. Ich hab den. Ich hab ihn. Ja. Dann kommen wir raus hier. Ja, raus hier. Es ist ein Alien. Ich hab Aliens auf dem Schiff. Okay, ich muss meinen Ausgang finden. Ja. Da findet man einen Ausgang. Da steht nur, beschafft die Passwörter und ich auf Code drücke. Ja. Ah, ich glaube. Aber dass wir richtig sind. Oh, oh Gott. Ich bin ja nicht richtig. Ich bin richtig. Wo ist richtig? Bist du hingekommen? Ich sag gut, aber wir. Wo ist das richtig? Schreck mich nicht so. Er schreckt mich doch nicht so. What? Dann los. Open Salami. Ich bin schon da. Okay. Also ihr Kissen. Pierce. Jetzt aufwachen. Wir sind hinter uns. Und rein da. Wer warum erinnert mich diese Teile gerade so ein bisschen an Revelations? Oh. Oh mein Gott. Nein. Ich glaube, ich habe einen verfehlt. Jetzt keine Zeit. Waren wir da? Nein. Nein, wir haben dafür keine Zeit. Ich war gerade mein Schrotgewehr ausgerüstet, da war nicht so gut zum Ballern. Ich hatte zum Glück mein Sturmgewehr. Boah, ich hab wieder so viel Pistolen, Munition. Ja, meine Munition geht auch wieder ein bisschen besser. Sehr gut. Captain! Oh, was sehe ich da? Da ist unser Jet. Ja. Starten wir durch. Let's go! Wie praktisch. Jetzt gehen wir ja weg. Ah, und nun Flugsteuerung. Was? HQ an Alpha. Der Flugzeugträger wurde lokalisiert. Der Flugzeugträger ist mit Flux bestückt.
Vernichten Sie die Geschütze, Alpha. Mit einem einzigen Flugzeug? Klingt eher wie ein Himmelfahrtskommando. Hey, Pierce, haben Sie sie im Visier? Geben Sie den Befehl, Captain. Ist der Master wieder am Fliegen? Oh. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich glaube. Okay, ich habe gerade was am Visieren abgeschossen, glaube ich. Von nun an können wir nichts tun, um sie zu stoppen. Die Rakete enthält ein Virus. Ihr Einschlag. Oh mein Gott, so viele Ziele. Folgen als bei normalen Sprengköpfen. Wir können das nur verhindern, wenn wir auf den Flugzeugträger kommen. Ich fühle mich, als würde ich Battlefield spielen. Machen Sie sich bereit, es geht los. Oh oh. Ein bisschen wie der Satellitenlaser aus, weil der Level 5. Ja. Ada sagte, sie wolle der Welt Raccoon City bringen. Aber wir wissen nur von einer Rakete. HQ, kommen. Befinden sich noch weitere Schiffe in den Gewässern? Negativ. Und wurde nur der Flugzeugträger gemeldet. Alles kaputt. Verdaulich. Wir sollten uns in die Irre geführt haben. Zu trauen wär's. Wir gehen nicht kaputt. Ich hab sie kaputt gemacht. Und der ist da unten. Ja. So, ein bisschen nach links fliegen. Ja, ich statt nicht. Nein, nicht so nah ran. So. Warum muss ich überhaupt fliegen? Ich muss fliegen und schießen. Sehr gut. Gut. Und jetzt zur Rakete. Finden Sie einen Landeplatz, Cap. Schießen muss er auch. Ja. Ich muss die ganze Zeit nur anvisieren. Oh. Oh, wir landen. Der Raketen-Countdown wurde eingeleitet. Oh oh. Finden Sie die Steuereinheit. Verhindern Sie den Start. Oh, verstanden, nein. HQ, sind dran! Achso! Bin ich gerade aus dem fliegenden Flugzeug rausgesprungen? Ja. Ja. War du nicht? Du bist noch am Fliegen? Okay. Ja. Oh Mann. So, allein durch die Gegend rennen. Hier geht's nicht weiter. Ein bisschen Pyrotechnik sollte Wunder wirken. Okay, ich gebe Ihnen Deckung. Okay, oh nein, war das überhaupt auf mich? Wo sind die da? Jetzt bin ich. Boah. Nice one. Ich kann halt nicht viel machen. Oh, nun. Ja, keine Ahnung. Ja, weiter. Oh, Emblem. Nein, und ich kriege das nicht. Kannst du das sehen von hier aus? Nur so ein Reifen drin. Kannst du dich nicht da wegbewegen? Nee. Oh, schade. Ja, wir es ja wohl nicht kriegen. Schade. Überlegen uns doch auch einmal. Ja. Okay, hier muss ich wieder was machen. Ich hab dich im Visier. Alles klar. Die auch. Oh shit! Hab die mal lieber im Visier. Ja. Er, daneben. Er. Mein Gott, ist das schnell. Er. Geschafft. Gute Arbeit. Was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Sie machen mehr Ärger aus, als wir brauchen. Jetzt wird der Kampf. Ja, halt immer ein bisschen von mir fern, wenn es geht, ne? Muss ich den auch erledigen? Ja, jetzt so ein Ding. Jetzt irgendwas. Dann komm ich da rein. Ich will da rein. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Beeilung, Pierce. Die Zeit wird knapp. Schneller, Pierce. Mach ja schon kämpfen. Boah, die Perspektive ist voll geil. Wie du auf das Ding da gerade schießt. Ja, wie so ein Godzilla-Film. Ja. Und jetzt zurück zum Flugzeug. Nein, der Fuß! Verstanden! Ah.
Alles in Ordnung? Ja. Zum Kran! Hey Captain, es läuft etwas unfair hier unten. Wie wär's mit Hilfe? Stellen Sie sich mal ein bisschen an, Captain. Hey! Ja, komm, alles einsteigen! Rein mit dir! Raketen wurde eingeleitet. Nein! Zum Teufel! Er steht genau davor. Das ist Ada. Die wusste, was wir tun würden. Wir haben keine Zeit, Alpha. Erlaubt uns, dass der Rakete erteilt. Ich schieß auf ihn. Dann vernichten Sie die Rakete. Wo ist die Rakete? Wo ist die Rakete nicht? Ja, die ist hinter dem. In Ordnung, wir schalten sie aus. Verstanden! Aus dem Weg. So. Oh, ich hab sie getroffen. Was ist so? Oh oh. Oh, oh nicht. Oh oh. Oh! Nein, nee. Es los. Oh nein! Sie fliegt auf die Stadt zu! Hier ist FOS. Dankeschön. Hört mich jemand? FOS? Chris Redfield von der BSA. Moment, ich verbinde Sie mit Agent Leon Kennedy. Was? Leon! Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Weg da! Verschwindet von dort! Oh, genau, jetzt passiert die Szene. Genau. Oh, Mist, verflucht. Nein. Der giftige Todesnebel des Todes. Und der ist tödlich. Ja. Ein bisschen Chaos gerade. Ja. Und nun? Keine Ahnung. Leon! Leon! Leon. Alles klar! Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Wesker? Chris. Wer ist Wesker, Captain? Hat Antikörper für das C-Virus. Das erkläre ich dir einfach nochmal. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Na, Ada Wong ist tot. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Aber zuerst gehen wir zu dem Spiel. Wir haben es geschafft. Ja, sehr gut. Und noch einmal gestorben sind wir. Wow. Einmal nur. Wow. Immer schneller gehen die Kapitel von dann. Ja, aber das war's jetzt für diesen Part. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.